So, jetzt wieder mal ein paar Aussagen über Primzahlen. Und zwar beweisen wir jetzt mal die folgende Aussage. Die Differenz zweier Primzahlen beträgt niemals 3. Beträgt niemals 3, ausgenommen bei 2 und 5. Ja, 2 und 5 sind Primzahlen, deren Differenz ist 3. Aber ansonsten gibt es keine zwei Primzahlen, die genau 3 auseinander liegen. So, wie kann man das zeigen? Naja. Mit einem Widerspruchsbeweis, ne? Annahme. Annahme, wir haben zwei Primzahlen größer als 2, die genau 3 auseinanderliegen, also deren Differenz genau 3 beträgt. Das würde ja bedeuten, pk, die k-te Primzahl irgendwo in den natürlichen Zahlen, ne? Plus 3 ist gleich die Primzahl drauf. So. Also wenn ich zu einer Primzahl größer 2, 3 dazu addiere, kommt eine andere Primzahl raus. Jetzt wissen wir ja, Primzahlen größer als 2 sind immer ungerade. Ansonsten wären sie ja durch 2 teilbar. Das heißt, pk und pk plus 1 sind ungerade Zahlen. Pk und pk plus 1 ungerade. Also pk hat irgendwie die Form 2n plus 1 und pk plus 1 hat die Form 2m plus 1. Ne? Ist völlig wurscht, was n und m, also irgendwelche natürlichen Zahlen mal 2 plus 1 bedeutet, die Zahl ist ungerade. So, jetzt ist aber, also wenn pk eine ungerade Zahl ist, diese Form hat, das brauchen wir eigentlich gar nicht, das habe ich nochmal der Form halber hingeschrieben. Ne? Also wenn pk hier diese Form hat, dann kann man das ja da oben einsetzen. Dann steht da 2n plus 1 plus 3. Ne? Das ist gleich pk plus 3. Also die linke Seite pk plus 3 ist das hier. So, und das ist gleich 2n plus 4. Und da kann man ja die 2 ausklammern, ist also 2n plus 2. Das würde aber bedeuten, 2 teilt pk plus 1. Hier oben steht ja, dass das pk plus 1 ist. Und wenn pk plus 3 ist eine gerade Zahl, also müsste pk plus 1 als Primzahl auch eine gerade Zahl sein, was nicht sein kann, größer 2. Widerspruch. Also kann der Abstand zwischen diesen beiden Primzahlen nicht 3 gewesen sein.